So, hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Ich bin's der Dolo und mit dabei ist wieder der Dolby und wir spielen schon wieder Wobbly Live. Denn es ist ein neues Update draußen. Es gibt jetzt eine neue Insel mit neuen Jobs, wie zum Beispiel dem Taxi-Job. Der ist, man fährt zu den Kunden hin, sammelt sie auf und bringt sie dann irgendwo hin. Es gibt einen Eis-Job, aber auch auf den möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Der ist, man tut ein... Es ist, man hat so ein Rezept wie die Burger und man tut die verschiedenen Eiszutaten da rein und das ist alles ein bisschen schlimm, weil die Kugeln können rausfallen und wenn sie rausfallen, schmelzen sie und dann muss man neue nehmen. Der Eingang, der Tunnel zur neuen Insel, die ja keinen offensichtlichen Zugang hat zur alten, ist hier bei der Mall. Und allein schon der Tunnel ist richtig cool Design, finde ich, mit den ganzen neuen Postern. Also davon sieht man jetzt noch nicht so viel. What the hell? Hier mit den ganzen Postern. Hier, da stand noch eins von irgendeinem Wobbly Fußballteam. Da kommt noch was, glaube ich. Es ist ja auch noch in der Beta. Da kommt noch was. So, auf der neuen Insel angekommen, fährt man jetzt erstmal ein Villenviertel entlang. Die Häuser hier sind richtig groß. Wir kosten bisweilen 11.000 Euro. Dollar. Das hier kostet 10.000. Ist richtig groß. Das werde ich mir eventuell kaufen. Ziemlich sicher sogar. Es gibt noch ein paar andere. Jolo, wenn du noch erklärst, fahre ich auf Niki nochmal so ein Rennen, ne? Ja. Es gibt noch ein paar andere Häuser. Dieses hier sieht einfach aus wie eine Schule, finde ich. Auch das kann man kaufen. Silvi wird sich eventuell das hier kaufen. Das ist einfach ein ganzes Schloss. Kostet 11.000 mit Irrgarten und Schachbrett. Da fährt er kein Heli da, aber dabei. Auf dem Haus, das ich mir kaufen werde, mit meiner OP-Geldtaktik, die ich verlinkt habe, ist, hat er ein Heli mit dabei. Da fährt er einen ganzen... Oh, er hat doch ein Heli und einen Bootsanleger. Gut. Dann machen wir mal einen Rundflug über die Insel und zeige euch, was noch so neu ist. Zum Beispiel. Da, Dolby, ich habe gerade ein Fragment gefunden. Was ist? Ich habe ein Fragment gefunden. Also, wie heißt das? Gut. Ist bei mir, warte, ich mag's kurz. Kommen wir zu Marken und wir finden auch noch neue Dinge. Nämlich, wenn man es mag und nicht gerade, doch, in dem Heli funktioniert sogar auch, einem wird jetzt der Weg angezeigt als Navi. Und ihr fragt euch, warum fliegt Dolby da draußen lang mit einem Rennhelm auf? Der fliegt das neue Flugzeugrennen, was auch geaddet wurde, mit neuen Flugzeugen. Aus dem Zweiten Weltkrieg jetzt wahrscheinlich angehaucht. Uff. Sehen jetzt etwas anders aus als die alten auf der Military Base da oben auf dem Berg. Und außerdem ist neu ein neuer Helikopter, den ihr da vorne seht. Autsch, das war nicht intended. Oh, Dolby probiert gerade neue Sachen an im Shop. Es gibt nämlich auch einen neuen Klamotten-Shop und einen neuen Autoshop. Zeige ich den jetzt erstmal kurz. Oh mein Gott. Das ist gerade das erste Mal, dass ich so ein Auto fahre. Wait, was hast du da für ein Auto? Das ist eins aus der neuen Rufsäule. Also aus dem neuen Autostore. Hier. Wir sind im Klamotten-Store und müssen erst eine Etage hochgehen, um die Sachen anzuprobieren. Ja, man hat ja nur so Sommerdinger, eine Sonnenbrille, ein Sombrero, ein Toast oder so ein bisschen anderes Zeugs eben. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch mein Content gefällt. Schaut auch gerne meinem Discord-Server, Link in der Beschreibung. Tschüss.